Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute über meinen letzten Kinobesuch, somit sozusagen auch herzlich willkommen, liebe Filmfreunde. Denn es soll in dem Video heute ein bisschen, nein, eigentlich komplett um den neuen Film gehen, der sich um den Joker dreht. Und ich war mega gespannt vor diesem Film. Ich habe versucht, alle Reviews und Infos vorher auszublenden. Ich habe mir natürlich den einen oder anderen Trailer angesehen und wollte jetzt einfach so ein bisschen meine Gedanken dazu loswerden. Ich glaube, man muss das auch einfach mal besprechen, um es zu verarbeiten, ist zumindest so mein Eindruck. Und ich war im Kino. Zu meiner Joker-Vorgeschichte, ich bin tatsächlich eher ein DC als ein Marvel-Mädchen. Ich kann mit Marvel gefühlt überhaupt nichts irgendwie anfangen, kann auch diesen ganzen Hype nicht verstehen, diese Riesenproduktionen, diese 10 Kinofilme im Jahr, das ist so irgendwie, was mir nicht so ganz einleuchtet, was mich auch einfach nicht begeistern kann. Ich habe es mit 2, 3 Filmen versucht. Und irgendwie bin ich aber nicht so reingekommen. Ich bin schon gefühlt immer ein Batman-Mädchen. Ich fand den ganzen Superhelden tatsächlich immer am coolsten. Wahrscheinlich, weil ihn auch so eine gewisse Düsternis umgeben hat. Und ich habe schon so ziemlich alle Batman-Verfilmungen gesehen. Ich habe damals in den 80er, 90ern irgendwann auch diese Serie mir angeguckt. Wenn man die heute sieht mit Puff und Puff und Pum, da kann man eigentlich sehr viel darüber lachen. Ich finde, das ist ja auch absolut Kunst, ne, dass man das eben nach 20, 30 Jahren irgendwann lustig findet. Von daher ist das ja auch in Ordnung. Es war halt der damalige Zeitgeist. Und ich finde den Gegenspieler Joker tatsächlich sehr, sehr interessant. Ich bin jetzt nicht der größte Comicleser. Ich habe, glaube ich, wenn es 4 Comics waren über Batman, die ich gelesen habe, ist es viel. Ich tendiere tatsächlich eher zu 3, bilde mir aber ein, dass ich die eine auch noch gelesen habe. Aber ansonsten kenne ich natürlich alle 4 Filme, in denen jetzt sozusagen ein Joker tatsächlich auftauchte. Und bin ein sehr großer Fan von Jack Nicholson aus dem ersten Batman-Film, wo eben der Joker auftrat, als natürlich auch von Heath Ledger, der in der Dark Knight Rises, Dark Knight-Reihe, also in der Nolan-Verfilmung, in dieser Trilogie mit Christian Bale als Batman, natürlich den phänomenalsten Joker gefühlt gegeben hat. Ich aber auch immer wieder gesagt habe, wenn natürlich so eine Rolle dann auch irgendwie einen Menschen, einen Schauspieler verändert und dann vielleicht sogar irgendwie was Düsteres in ihm vorgegangen ist, sodass er dann natürlich irgendwie an einer Überdosis von irgendwas gestorben ist, dann ist das natürlich ein sehr hoher Preis dafür, eine Rolle auszufüllen. Und man hat ja gerade nach dem Tod von Heath Ledger sehr viel darüber gesprochen und debattiert und da gab es ja auch, glaube ich, bei den Filmen dann irgendwie Skandale, dass Leute um sich geschossen haben und ich glaube tatsächlich oder unterstütze die Aussage, dass im Grunde nicht ein Film tötet, sondern eben Menschen und dann eben auch die Waffen und dass das einfach schon ein Unterschied ist. Und ich glaube, jemand, der labil ist, der braucht vielleicht tatsächlich nur noch diesen leichten Funken, was dann ein Film sein könnte, damit er durchdreht. Aber ich möchte gar nicht so hergehen. Ja, dann gab es Suicide Squad, wo Jared Leto, den ich als Sänger von 30 Seconds to Mars absolut feiere, auch einen jungen, etwas anderen Joker spielte. Ich muss sagen, ich habe den damals nicht im Kino gesehen, weil mir dieses ganze Suicide Squad irgendwie nicht so mein Feeling waren. Ich habe dann irgendwann, als er mal auf Sky lief, mal reingesehen, fand ihn nicht so spannend, habe ihn, glaube ich, gefühlt auch nach einer halben Stunde ausgeschalten, kann daher zu diesem Joker nicht allzu viel sagen. Es ist eben einfach ein anderer Joker. Und jetzt gefühlt im nächsten Jahrzehnt, wenn man jetzt schon so ein paar Jahre weiter gefühlt ist, treffen wir auf Joaquin Phoenix in einem Drama und man muss ja ganz klar sagen, dass der Joker, die Verfilmung, die jetzt im Kino läuft, nichts mit irgendwelchen Superhelden zu tun hat oder gar, irgendwas mit Batman, sondern es geht eben wirklich um den Charakter hinter Joker und wie er dazu wurde. Und ich war immer bei jeder Verfilmung sehr, sehr gespannt,
was sich da entwickelt, welche Gespräche, Themen es vorher gab, habe mich aber versucht, hier tatsächlich auszuklinken, weil ich vorher gar nicht neugierig gemacht werden wollte, denn ich war es so oder so. Gerade nach dieser grandiosen Leistung von Heath Ledger, einen Charakter so on point auf die Leinwand zu bringen, und ich, wenn man die Geschichte von Heath Ledger kennt und was davor und danach und drumherum und wie er sich auf die Rolle vorbereitet hat. Ja, Joaquin Phoenix, den kenne ich aus sehr vielen Filmen. Der ist ja eher in so kleineren Produktionen, eher so ein bisschen so eine Nischen-Indie-Szene bekannt. Ich habe ihn, keine Ahnung, immer mit als kleinen Bruder von River Phoenix sozusagen in Erinnerung. Zu Beginn ist er ja sehr oft so vorgestellt worden. Und ja, ich kenne ihn durch verschiedenste Filme. Er hat ja auch als Johnny Cash, hat er den Oscar dafür gekriegt? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Für irgendwas hat er, glaube ich, einen Oscar bekommen. In Walk the Line, oder hat nur Reese Witherspoon den Oscar bekommen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall fand ich ihn da auch schon grandios. Und ich dachte, als ich diesen Cast, diese Entscheidung dazu hörte, schon, das könnte gut werden. Denn für mich ist Joaquin Phoenix wirklich ein Schauspieler, der durch Mimik unglaublich viel schafft, der viel durch Ausdruck, durch seine Augen, durch wie er auch so in Rollen schlüpft und die verkörpert, das macht er für mich wirklich großartig. Und ich war mega gespannt darauf, wie er diesen Charakter umsetzt. Ich habe schon gesagt, man muss sich eigentlich davon verabschieden, dass es ein Superheldenfilm ist. Das ist tatsächlich eher ein Schurkenfilm, beziehungsweise ist es für mich tatsächlich eher ein Drama, was an Brutalität kaum zu ertragen ist, was mich wirklich zeitweise im Kino sprachlos entsetzt und dann auch danach zurückgelassen hat. Der Film ist ab 16, finde ich persönlich absolut gerechtfertigt. Ich habe mir jetzt gestern und auch heute die ein oder andere Videobeschreibung, Gedanken dazu angesehen, wo ich auch ein, zwei Stimmen hatte, die sagen, also entweder hätte es noch ab 18 sein müssen oder vielleicht sogar jünger, wo ich mir so denke, also 18 hätte ich tatsächlich zu drastisch gefunden. Ich glaube, mit 16 kann man das ganz gut verarbeiten, unterscheiden. Ich habe auch irgendwo gehört, dass es ja in Amerika Leute gab, die nach 20 Minuten das Kino total entrüstet und schockiert verlassen haben. Ich muss sagen, auf diese Schocks habe ich gefühlt noch so ein bisschen gewartet. Mich hat das eher sprachlos gemacht und eher so, ich kann da jetzt nichts ändern. Denn im Joker geht es um den etwas, wahrscheinlich in meinem Alter, Mitte 30-jährigen Arthur Fleck. Und der lebt mit seiner Mutter zusammen am Rande der Gesellschaft und ist von Kindesbeinen an darauf eigentlich erzogen worden, Lachen in die Welt zu bringen. Er soll fröhlich sein, er soll glücklich sein, er soll lachen, er soll anderen Freuden machen. Und so ist er irgendwie als Clown unterwegs und erlebt aber in Gotham City, was ja angelehnt ist an New York City, und wir sind hier in den 80er Jahren, also auch 30 Jahre zurück berechnet, erleben wir im Grunde ihn, wie er immer mehr an den Rand der Gesellschaft auch gedrängt wird. Keiner hört ihm zu, keiner sieht ihn. Er hat eine psychische Störung mit einer Gehirnverletzung. Er ist, er fängt mitten in Gesprächen einfach das Lachen an. Hat im Grunde so eine Art Lachkrankheit, habe ich mir so ein bisschen erklärt, wie zum Beispiel auch Tourette, was wahrscheinlich miteinander überhaupt nichts zu tun hat, aber die Wirkung dessen, dass er, wenn eben Emotionen in ihm aufsteigt, er im Grunde einfach das Lachen anfängt und man aber relativ schnell immer merkt, dass das kein lustiges Lachen ist, sondern eben einfach nur das Lachen, damit die Emotion irgendwie rauskommt, und das ist aber meistens halt die falsche Emotion. Und man merkt mit ihm, wie sich Gotham verändert. Man kann dazu sagen, es gibt natürlich, man hat auch so ein bisschen einen Bezug natürlich zu den Waynes, also was es dann irgendwann ja Bruce Wayne, Batman ist. Man hat Bezug zu Szenen, beziehungsweise zu Menschen, zu Charakteren aus dieser ganzen Batman-Welt. Da hat man Bezüge, aber es geht, ich glaube, es gibt keine Szene, in der der Joker, in der Arthur Joaquin Phoenix nicht drin ist. Das fand ich der Hammer. Kommen wir aber später dazu. Und wir erleben also, wie er im Grunde an diesen Rand gedrängt wird, wo ihm auch am Ende gar keiner mehr helfen kann mit seiner Krankheit, wo ihm keiner mehr zuhört und seine Mutter ist krank. Und man merkt irgendwann auch, dass dieses Reich und Arm im Gotham einfach viel zu extrem wird und dass es eben irgendwann nur einen schlechten Tag braucht, damit ein Mensch im Grunde einfach durchdreht. Und
Ja, ihr merkt, mich nimmt das tatsächlich sehr mit. Mich hat der Film sehr mitgenommen und die Entstehungsgeschichte, die ja tatsächlich, glaube ich, nur einfach frei interpretiert ist. Ich glaube, im wahren Batman-Universum, in der DC-World, kennt man den Ursprung von Joker nicht, beziehungsweise gibt es auch ja unterschiedliche Gedanken, wie er so wurde, wie er wurde und auch... ja, wer er vorher war. Also ich glaube, es gibt ja auch Mythen, dass er vorher ja nochmal ein ganz anderer Bösewicht war, bevor er dann zum Joker wurde. Und es gibt auch eigentlich eine Erklärung dafür, dass er eben diese gebleichte Haut hat. Das wird in diesem Joker alles nicht thematisiert. Es ist tatsächlich eher ja, frei interpretiert und einfach ein anderer Weg, um sich das Verhalten des Jokers irgendwie ja, zu erklären. Und ja, ich rede hier... Ja, ich muss das, glaube ich, tatsächlich auch einfach jetzt mal loswerden. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass das Video vielleicht etwas länger dauert, was ich sonst vielleicht über Filme irgendwie zu erzählen habe. Ja, wir sind mit Arthur Fleck unterwegs und wir lernen ihn kennen. Wir lernen ihn vielleicht sogar mögen. Und Joaquin Phoenix schafft Unglaubliches. Ich habe jetzt auch recherchiert. Wir haben hier einen abgemagerten... ja, Mann, der gefühlt noch viel älter aussieht und wirkt, als er eigentlich ist. Und ich habe auch eben recherchiert, dass Joaquin Phoenix tatsächlich 25 Kilo für diese Rolle abgenommen hat. Was ich immer Hammer finde, wenn sich Schauspieler das so geben. Also es war ja schon bei Christian Bale in der Rolle mal der Fall. Und man kennt ja auch Rollen durchaus, dass dann Leute einfach mal was zunehmen müssen. Am Ende nehmen sie es gefühlt nie wieder ab, aber... Ja, oder ne, das Problem gibt es ja auch. Und ich finde, dass er macht das unglaublich. Also ich kann schon mal sagen, mich hat der Film begeistert. Ich finde wirklich, er ist in aller Filmkunst ein Meisterwerk. Er ist ein Geniestreich. Es ist eine Perfektion an schauspielerischen Leistungen, an Musik, an Schnitt, an Kamera, an Atmosphäre und an unglaublicher Bedrückung. Also ich saß wirklich in diesem Film und mir hat es eigentlich die Sprache verschlagen. Ich war danach auch noch mitgenommen und musste auch erstmal wirklich eine Nacht darüber schlafen. Und auch heute, also ich war gestern im Kino, also ja, jetzt zu diesem Video. Und ich bin immer noch mitgenommen. Ich bin noch total sprachlos, ich bin fassungslos. Ich empfinde, also ich habe es erwartet, man muss es ganz klar sagen, ich habe jetzt keinen Batman-Film erwartet oder Superheldenfilm, sondern mir war schon klar, dass es ein Drama ist, das auf sehr brutale Weise auch der Gesellschaft von heute, beziehungsweise der 80er Jahre, wo ja dann das neue Hollywood gegriffen hat, was es vor den Spiegel hält. Also man merkt schon diese Gesellschaftskritik, man merkt, was Menschen ja berührt, was Menschen auch dazu bringt, aufzustehen, sich aufzuregen, wozu Menschen fähig sind, wohin es führen kann, wenn wir Menschen weiterhin unsere Empathien verlieren und weiterhin so unsensibel mit allem umgehen, wie wir es gerade tun. Nicht alle, ich möchte das, ja... Aber man merkt schon, dass es in den Gesellschaften auf dieser Welt, man kann da nicht nur in die USA blicken, ich glaube, da können wir auch in Europa uns an die eigene Nase fassen, man merkt, dass nur noch höher, schneller, weiter, mit Ellbogen raus sehr viel funktioniert, dass man nicht mehr zuhört und das sind Dinge, die uns im Joker einfach gezeigt werden, indem er sie sehr oft auch ausspricht und diese Gedanken und das Berührende an Arthur Fleck ist auch einfach, wie wir auch in seinen Kopf dürfen, um Wünsche zu sehen. Also er möchte gern Stand-Up-Comedian werden, er möchte berühmt werden, er möchte bei der Late-Night-Show auf der Bühne stehen, er möchte eine Beziehung, er möchte glückliche Tage haben, er möchte ein froher Mann sein und diese Gefühle, man hat diese Sehnsucht mit ihm und merkt dann aber, wie es für ihn jeden Tag, den wir dabei sind, eigentlich schlimmer wird und alles sich um ihn herum auch negativer verändert und was das in seinem Kopf macht. Und ja, wie gesagt, dann braucht es nur einen schlechten Tag und das erleben wir. Und am Ende sitzt man aber da und denkt sich, ich kann ihn verstehen, ich kann es nachvollziehen. Und das macht etwas im Kopf, wo man eigentlich ja selbst denkt, dass man eigentlich ein guter Mensch ist, wenn man hier gut und böse so aufteilen möchte.
und eigentlich sagt, ich kann Mörder nicht verstehen, ich kann Serientäter nicht verstehen, ich kann Väter nicht verstehen, die ihre Töchter in Keller sperren, wo man ja eigentlich von sich selbst immer denkt, man hat schon ein Verständnis für Gut und Böse. Und der Film schafft es aber, dass man sich mit Arthur Fleck und dem Joker sozusagen dreht. Man kann hier natürlich gar nicht jetzt von Spoilern oder so sprechen, denn jeder, der, glaube ich, in einen Joker-Film geht, der weiß ja, was am Ende aus dem Joker wurde, also dass er zum Bösewicht wurde, und deswegen ist da auch kein Spoiler. Das ist ähnlich wie mit Liebesromanen und Happy End. Nicht das Ende ist das Ziel, sondern der Weg, und das habe ich bei diesem Film auch so empfunden, diese Interpretation, wie aus Arthur eben der Joker wurde und wie großartig das wurde. Natürlich gibt es unglaubliche viele Vergleiche zwischen Joaquin Phoenix und Heath Ledger. Ich hatte einen Moment im Kino ziemlich am Ende, ich sage jetzt nicht was, aber vielleicht jeder, der im Kino war, wird wissen, was ich meine. Es ist wirklich so ziemlich mit das Letzte, in dem er ein bisschen höher steht und tanzt. Und ich hatte hier eine unglaubliche Gänsehaut, das war, glaube ich, der 5. oder 6. Moment, und ich habe sie direkt wieder, wenn ich dran denke. Und ich habe einen Moment Heath Ledger gesehen. Und Thorsten hat bei uns in der WhatsApp-Gruppe dann gesagt, man müsste ja theoretisch jetzt sich dann die Interpretation von Heath Ledger ansehen und dass er diesen Wahnsinn, den Joaquin Phoenix geschaffen hat, weiterspinnt. Und ich fand das, hat Thorsten perfekt gesagt. Also Thorsten, in diesem Sinne, danke für diesen Gedanken, der mich weitergetragen hat und ich wirklich dieses Gefühl hatte, das stimmt. Also man muss ja sagen, der Joker ist ja eine Art Prequel, und auch wenn mir Joaquin Phoenix und wann das Böse bei ihm durchbricht eigentlich zu alt ist, weil in meinem Kopf ist der Joker halt schon ähnlich alt wie Batman. Also, und da ist mir eigentlich dass er erst so spät anfängt mit dem Bösen oder dem Kippen, oder ist mir persönlich, hat mich das immer mal so ein bisschen, hat für mich nicht so ganz gepasst, aber diesen Gedanken, dass natürlich dann genau aus diesen letzten Szenen dann der Joker wird, wie wir ihn von Heath Ledger kennen, ich fand das großartig. Und dann bedarf es gar keiner Vergleiche, denn es hätte ein Joaquin Phoenix nicht den Joker von Heath Ledger spielen können und auch nicht umgedreht. Deswegen, es kann auch keiner den eher ganovenhaftigen Joker von Jack Nicholson so gut spielen, weil das eben auch wieder eine ganz andere Art ist, einen Joker zu interpretieren. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie beabsichtigt war oder ob das Todd Phillips, der hier Regie geführt hat und das Drehbuch geschrieben hat, sich so Gedanken darüber gemacht hat, aber ihm war natürlich schon klar, dass er ein Prequel in irgendeiner Art und Weise schreibt und dreht und macht. Und für mich funktioniert das unglaublich gut. Ich fand den Film grandios. Also ich muss das wirklich sagen, er hat mich nachhaltig und wird auch noch eine Zeit lang dauern beeindruckt. Und sonst würde es tatsächlich wahrscheinlich kein Video geben. Also ich glaube, ein Video gibt es ja bei mir in der Regel zu filmen, nur wenn ich entweder ein absolutes Highlight habe oder einen totalen Flop. Ich kann mich da noch gut an den Hobbit 3 erinnern. Joker, die Vorgeschichte, die man, ich glaube, entweder gut findet oder nicht. Joaquin Phoenix, für mich ein grandioser Schauspieler. Für mich ruft das nach einem Oscar. Alleine, dass er lacht hier, der Mundbereich lacht und die Augen weinen, haben Trauer, Verzweiflung, und das bildet der Mann in einem Gesicht ab. Der besondere Gang, den er an den Tag gelegt hat, das Tänzeln, wie er Treppen auf- und absteigt, einfach großartig. Also für mich wirklich großartig. Noch eine bekannte Nebenrolle ist Robert De Niro. Dazu kann man nicht ganz so viel sagen, aber hat mir gut gefallen. Ich mag Robert De Niro. Ich habe vorhin schon mal über Vergleiche zu anderen Filmen gesprochen. Es gibt ja nicht nur Vergleiche zu den anderen Batman-Filmen, zu Heath Ledger. Es gibt auch Vergleiche zu Taxi Driver.
der ja unter anderem eben von Robert De Niro ist da die Hauptrolle und ursprünglich sollte Joker ja von Martin Scorsese gedreht werden und Martin Scorsese hatte ja Taxi Driver damals also ins neue Hollywood gebracht. Damals gab es ja diese Veränderung in Hollywood, was in diese Richtung ja dann gegangen ist. Ja, und ja, also ich kenne Taxi Driver und ich kann verstehen, wo die Ideen des Vergleiches herkommen, weil auch das ist ein Drama. Auch hier erleben wir einen Mann, der irgendwann Dinge tut und man am Ende eigentlich schon versteht, warum er die tut und das vielleicht auch gut findet. Aber solche Filme hat man natürlich öfter. Ich weiß, dass es mal irgendeinen mit Michael Douglas gibt, der auch irgendwie so einen schlechten Tag hat und irgendwann aus seinem Auto aussteigt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie er heißt. Also sowas gibt es natürlich öfter. Es sind natürlich alles immer insgesamt einfach Dramen, die einen berühren, bewegen, aufrütteln. Bei diesem Joker haben wir auch noch Brutalität, die jetzt nicht sehr häufig vorkommt, aber wenn wirklich ein Grad an Brutalität hat, wo sich alles in mir gedreht hat und ich dachte, boah, ist das widerlich. Und gleichzeitig denkt man aber, ja, ich kann es verstehen. Und dann findet man es gefühlt noch widerlicher, weil die Spirale im Kopf losgeht. Ein großartiger Film. Ich kann den sehr, sehr empfehlen. Ich finde aber schon natürlich mit Einschränkungen. Also man muss Dramen mögen, man muss dem eine Chance geben. Man darf keinen klassischen Batman-DC-Film erwarten. Ganz im Gegenteil. Das ja, hat miteinander gefühlt nicht sehr viel zu tun. Man muss schon, finde ich, auch einfach sich darüber klar sein, dass das kein freudestrahlender Happy-Film ist. Sondern, ja, man da wahrscheinlich schon rausgeht und so bin ich auch rausgegangen. Und eigentlich hätte ich mich am liebsten ins Bett gelegt, zugedeckt und die Welt ignoriert. Und jeder, der dann irgendwie Gedanken hat, danach, also die Vorstellung, dass man aus diesem Film rausgeht und der Tag ist schön, ist, ja, vielleicht bin ich auch einfach nur sehr emotional und vielleicht auch empathisch angelegt, dass mich das doch sehr berührt. Also ich bin ja auch jemand, der bei Büchern und Filmen, ich kann da weinen ohne Ende. Und dass es mich deswegen vielleicht eine Spur mehr mitnimmt, kann durchaus sein. Aber es hat mich auf jeden Fall mitgenommen und es hat mich mitgerissen. Und das 2 Stunden lang, weil der Film geht, glaube ich, 124 Minuten. Und ich habe da keine Minute langweilig gefunden. Ganz im Gegenteil, ich war am Ende überrascht. Huch, 2 Stunden sind schon rum, der ist aus, jetzt so mittendrin. Ja, ein Film, der mich völlig gecatcht hat. Ich glaube, es ist kein Film, obwohl er ein Meisterwerk ist, den man sich immer wieder ansieht. Ich glaube, man muss für den Film sehr in Stimmung sein. Also es ist jetzt kein Feel Good Film à la, keine Ahnung, was sind meine Lieblingsfilme, jetzt fallen mir gar keine mehr ein, die man einfach mal schaut und auch 2-3 Mal hintereinander irgendwie schaut oder Harry Potter Reihe, die man sich jährlich ansieht oder ich komme jetzt gerade auf keinen anderen Filmvergleich. Das ist schon ein Film, der grandios ist, der auch definitiv in meine Filmsammlung gehört, aber den man vielleicht nur alle 5 Jahre mal ansieht. Und auch die Plot-Twists, Mindfucks in diesem Film, großartig. Also ich bin wirklich begeistert und sehr mitgenommen. Und jetzt kann man denken, das schließt sich aus, finde ich aber gar nicht. Also wenn es ein Film schafft, einen so tiefgründig zu erschüttern, dann finde ich, hat das der Film geschafft. Und dann hat er da auch das Siegel Meisterstück, Meisterleistung, Meisterwerk, irgendwas, was er hat, er absolut verdient. Und tatsächlich auch die Leistung von Joaquin Phoenix ist wirklich einfach nur brillant. Und man darf gespannt sein auf den nächsten Batman-Film, der ja, glaube ich, auch dann im nächsten Jahr kommen wird mit Robert Pattinson. Ich gebe ihm eine Chance, ich bin gar nicht so. Ich bin da viel skeptischer, als man bei Joaquin Phoenix zum Thema Joker war. Es ist auch faszinierend,
wie die Faszination der Menschen auf diesen Joker gelegt wird. Also, dass man um Joker so einen Bohai macht, während Batman gefühlt ja von jedem gespielt werden kann und man, also gefühlt, es gibt ja mehr Schauspieler, die einen Batman gespielt haben, als einen Joker, und man das so hinnimmt, dass es einen George Clooney gab, der einen ganz merkwürdigen Batman spielte, weiter über Ben Affleck, den ich mehr als lustig fand. Ja. Welchen Joker ich jetzt noch kennenlernen möchte, ist der aus der Serie Gotham, wobei man hier ja ein Augenmerk auf Commissioner Gordon richtet, wo ja auch Bruce Wayne noch sehr jung ist und natürlich dementsprechend auch die Bösewichte jung sind. Da möchte ich auf jeden Fall noch reinsehen. Ich glaube, da hat er nicht so viel Screentime, also der Joker, aber vielleicht nochmal eine andere Richtung. Was ich aber kurz tatsächlich kritisieren möchte, ist, dass man bei diesem Joker den Weg gegangen ist, dass er einen Fehler im Gehirn hat, also eine Krankheit hat. Das war für mich persönlich der Joker nie. Der Joker war immer unglaublich intelligent und hatte Ziele und war, ja, hat sich selbst, glaube ich, narzisstisch sehr bedeutend in der Welt von Batman und Gotham gesehen und war eben einfach nur intelligent wahnsinnig, insofern diese beiden Wörter zueinander passen, aber dass ihr versteht, wie ich das meine. Und dass er sich eben schon dem bewusst war, was er da tut. Und spätestens, wenn man Alfred glaubt in der Trilogie von Nolan mit Christian Bale und eben Heath Ledger, dass Joker die Welt einfach nur brennen sehen möchte. Und ja, ich mag diesen Aspekt, dass man eben den Wahnsinn zulässt und ihn feiert, tatsächlich mehr als Motivation für den Joker, als dass er nicht anders konnte, weil er eben doch vielleicht irgendwie psychisch krank ist. Aber es ist eine Interpretation, die durchaus fand ich oder finde ich angesehen, angehört, angenommen werden kann. Und deswegen ist das für mich so eine Kritik, die ich aber auch eigentlich gleich wieder über die Schulter werfe. Ja, ein sehr düsteres Thema, ein sehr emotionales Video. Ich habe es relativ lange darüber geredet, aber ich bin sehr gespannt auf eure Gedanken. Ich bin sehr gespannt, wie ihr den Film empfunden habt, ob ihr überhaupt Lust auf diesen Film habt, ob ihr euch den überhaupt anseht. Wenn nein, würde ich natürlich auch gerne in den Kommentaren wissen, warum vielleicht nicht. Ob ihr grundsätzlich einfach alles, was irgendwie DC, Marvel, was weiß ich, ist, einfach ablehnt. Ob das gar nicht eure Welt ist. Und schreibt mir das gerne in die Kommentare. Lasst uns gerne in den Austausch kommen. Morgen sieht die Welt dann auch schon wieder anders aus. Und ihr könnt mir natürlich auch Filmtipps einfach mal geben, wo ihr vielleicht sagt, Steffi, guckt ja mal was Lustiges an, dann schalte mal den Film ein. Oder wenn ihr auch die Serie Gotham vielleicht schon gesehen habt, dann könnt ihr mir das ja auch gerne mal schreiben. Ja, und bevor es jetzt hier noch ich danke euch jetzt tatsächlich noch mehr als sonst fürs Zusehen, weil ich konnte meine Gedanken jetzt einfach in Worte fassen und ihr musstet es vielleicht jetzt tatsächlich bis zum Ende ertragen. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm, ich hoffe, es war nicht zu... Aber es ist einfach ein Film, den man besprechen muss, wie ich finde, und der durchaus eben auch eine Berechtigung auf meinem Kanal hat, dass ich darüber spreche. Ja. So, also jetzt vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wünsche euch trotz dieses negativen Themas, dieses Dramas, einen schönen Tag, einen schönen Abend, und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.